Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir hören so vieles Tag für Tag, Wichtiges und Unwichtiges, Wahres und Falsches, Erfreuliches und Schreckliches, oft fast gleichzeitig. Da ist es nicht einfach, das herauszuhören, was aufbaut, was hilft, was weiterführt, so wie die Worte, die Gott spricht. Sie sind nie laut oder aufdringlich, und doch haben sie die Kraft, die Wirklichkeit zu verändern. Im Buch des Propheten Jesaja und im Matthäusevangelium werden ganz lebendige Bilder aus der Natur für Gottes Wort genommen, wie Regen und wie Samenkörner. Es geht Gott ums Leben, um unsere Lebendigkeit. Gottes Wort wie erfrischender Regen, ohne dem alles verdorrt, verwelkt und vertrocknet und nichts mehr wächst. Gottes Wort wie Samenkörner, die wachsen, reifen, Frucht bringen, das nahrhaft ist und uns ernährt und stärkt, wie Brot zum Essen. Liebe Geschwister, im Gleichnis vom Sämann greift Jesus Situationen auf, die er auf uns Menschen bezieht, wenn Gottes Wort wie Samenkörner ausgestreut wird. Bei manchen kommt es gar nicht an, bei anderen ist es kurze Begeisterung, aber es kann weder wurzeln noch wachsen. Bei anderen wird Gottes Wort von den Sorgen dieser Welt erstickt. Aber bei manchen kann es wachsen und reifen und Frucht bringen, ganz unterschiedlich, aber immer anderen helfend, aufbauend, guttunend, schmackhaft, nahrhaft, wie Brot zum Essen. Liebe Schwestern und Brüder, es kann die Saat nur da aufgehen, wo Jesu Botschaft vom Reich Gottes gehört und verstanden wird, wo Jesus geglaubt und weiter verkündigt wird, in Worten und Taten. Dort, wo Menschen im Geiste Jesu reden, handeln und Zeugnis geben von ihm und seiner Botschaft, dort ist die Saat auf fruchtbaren Boden gefallen und bringt reiche Frucht. So kann es auch heute der Botschaft vom Reich Gottes ergehen.